Ja, ist doch schön, dass das Thema die Emotionen berührt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal müssen wir konstatieren, die Anträge der Piratenfraktion weisen auf eine wichtige Zukunftsfrage hin. Wie schaffen wir es, das Angebot von Bus und Bahn zu verbessern und bezahlbarer zu machen? Und Herr Kreins, Sie haben das ja auch angedeutet, aber Ihre Antwort, die habe ich nicht gehört. Was sagen Sie denn? Sie haben gesagt, es gibt Mehrkosten, aber wie wollen Sie die denn als SPD auffangen? Habe ich nichts zu hören. Die Koalition hat sich hier in den letzten Jahren um eine Antwort gedrückt. Und Herr Senator, ist Ihnen eine Initiative des Senats in Sachen Bundesgelder bekannt für den Verkehr? Mir nicht. Und das ist sträflich, weil als Berlin haben wir da nichts zu verschenken. Als Senator müssen Sie für uns um Bundesgelder fighten, um die Verkehrswende eben hier in Berlin zu finanzieren. Und das machen Sie nicht. Sie akzeptieren die Benachteiligung Berlins ganz konkret in Sachen Radverkehrsmittel an Bundesstraßen. 1 Million Euro pro Jahr gehen uns dadurch verloren. Die Regionalisierungsmittel werden für Brandenburg quasi gekürzt. Wo bleibt das Berliner Votum? Sie tun so, als ob wir damit nichts zu tun hätten. Das ist sträflich. Wo waren Sie da, Herr Geisel oder auch Herr Gebler, der jetzt aufwacht? Oder die Mitte des GVFG oder des Entflechtungsgesetzes. Wo ist da die Initiative vom Hause Geisel? Nichts. Das muss sich ändern, meine Herren, denn wir haben eben nichts zu verschenken als Land Berlin. Und auch auf Landesebene ist keine Linie erkennbar. SPD und CDU kennen immer nur eine Antwort. Die Berlinerinnen und Berliner müssen mehr Geld für Bus und Bahn bezahlen. Das ist nicht die richtige Antwort. Und wenn Herr Kreins da entgegenhält, ja, die Fahrgastzahlen steigen doch trotzdem. Wir sind in einer wachsenden Stadt. Wenn die stagnieren würden oder sinken würden, dann würde aber wirklich was falsch sein. Die wachsen genauso viel, wie die Bevölkerungszahlen zuwachsen. Darauf können wir uns nicht ausruhen. Und ganz ehrlich, liebe SPD, früher hätten wir was anderes erwartet hier als Statement, als dass steigende Fahrpreise irgendwie in Ordnung sind. Da ist, dass Sie jetzt immer mehr Geld für Mobilität ausgeben wollen und den Berlinerinnen da aus der Tasche ziehen, das ist nicht der richtige Weg. Ein klimaneutrales Berlin kann nur mit einer echten Verkehrswende erreicht werden. Das wollen hier im Hause angeblich alle. Die Stadt wächst, wir müssen das Angebot also verbessern. Das sagen auch alle. Das heißt, die Preise, die müssen aber dann eben auch runter und nicht drauf. Da höre ich von SPD und CDU nichts. Das hat man jetzt schon. Das finde ich persönlich schwach. So, jetzt kommen wir jetzt nochmal zu den Anträgen. Wie bekommen wir das hin? Die Piraten haben jetzt gesagt, die Nahverkehrsabgabe ist es und die hätten sie erfunden. Mit Verlaub, es gibt Anträge mindestens der Linksfraktion, wo das schon vor 20 Jahren hier debattiert wurde. Auch diverse Reden von Herrn Kramer sind mir da bekannt. Ich finde es aber gut, ich will das gar nicht kritisieren, ich finde es aber gut, dass die Piraten diese Debatte hier wieder aufgreifen und sich dem Thema nähern. So, Herr Lauer, Sie können ja eine Frage formulieren, wenn Sie es schaffen. So, kommen wir zum Antrag 1. Wir greifen mal ein paar Anträge heraus. Da ist einfach die Frage, was wollen Sie? In dem, was dort geschrieben steht, ist es für mich nicht erkennbar. Ist es ein Solidarmodell, was gewollt ist, oder ein erweitertes Jobticket? In der Rede jetzt klang es eher wie ein Solidarmodell. Im Text kann man das nicht. Also ich weiß nicht, ob die Fraktion Ihnen, Herr Baum, da irgendwie reingegrätscht hat, aber im Text ist es nicht nachvollziehbar. Und das geht eben nicht. Entweder solidarisch oder freiwillig. Sonst ist das schwierig und das wäre hier in diesem Fall ein Widerspruch. Einen Preisvorteil gibt es eben nur, wenn die ganze Gruppe mitmacht, da sind wir uns ja d'accord. Und Sie haben ja das positive Beispiel auch schon benannt, das Semesterticket. Und daher, Kreins, muss ich Sie fragen, ist das für Sie der Zwang, den Sie abschaffen wollen? Stellen Sie das Semesterticket in Frage hier in Berlin oder sagen Sie, das ist ein Erfolg? Ich finde, das ist ein Erfolg und das können wir hier auch sagen und auch schreiben. Und das wäre auch der richtige Weg, zu überlegen, ob man das eben erweitern kann. Das finde ich auch richtig, dass die Piraten diese Frage stellen. So, Antrag 3 und 4. Ich gehe mal auf den Antrag 4 ein. Da sagen Sie im Prinzip, wir vertagen die ganze Entscheidungsfrage auf das Jahr 2030. Das ist leider ein bisschen unglücklich, weil wir auch in den kommenden anderthalb Jahrzehnten ja Verkehrspolitik machen werden müssen und auch da fragen müssen, wie bekommen wir an das Geld? Wie kommen wir an das Geld? Dann im Antrag 3 sagen Sie, die Nahverkehrsabgabe könnte doch auch an Unternehmen und Grundbesitzer gerichtet werden. Da sagen wir, wir wollen nicht den Mietendruck erhöhen. Diese Frage lassen Sie unbeantwortet. Irgendwas, was quasi auf die Miete umgelegt werden kann, finden wir nicht gut. Deswegen haben wir ein Modell entwickelt, damit meinen wir, dass wir die Antworten auf die wichtigsten Fragen geben, nämlich, dass man es so machen muss, Bus und Bahn dürfen nicht überlastet werden, deswegen haben wir in der Hauptverkehrszeit am
am Vormittag nach unserem Modell diese vom solidarischen Ticket ausgenommen. So verteilt sich die Nachfrage besser über den Tag. Durch diese Einschränkung kann man auch den Grundpreis deutlich niedriger halten und kommt nicht bei 35 Euro raus, sondern eben bei 15. Und auch für die bisherigen Zeitkartenbenutzer wird es eben günstiger. Es ist nicht ticketlos, das muss ich Ihnen zugestehen. Aber man kann mit diesem Modell alle Familien und Geringverdiener deutlich entlasten. Denn die Kinder und die Jugendlichen würden befreit sein. Das heißt, wir können hier ein Modell anbieten, das halt von dem Piratenmodell differiert. Wir können damit Einnahmen generieren, um das Angebot auszubauen. Und zwar nicht erst 2030, sondern das kann man schon deutlich früher umsetzen. Und das genau ermöglicht eben günstigere Preise für alle Bus- und Bahnnutzer. Und das ist unser Ziel als Bündnis 90 Die Grünen. Und deswegen wünschen wir uns auch weiterhin eine intensive und ernsthafte Debatte. Und ich finde, dazu zumindest sind die Anträge der Piratenfraktion ein guter und ernsthafter Anstoß. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gelbhardt.